Buen dia aus Santa Cruz auf La Palma. Hab heute Morgen die Leinen festgemacht, von Madeira kommt, war eine zweitägige Fahrt, 258 Seemeilen. Ja, damit haben wir es geschafft, sind auf den Kanarischen Inseln angekommen. Das waren gut 2100 Seemeilen, von den Niederlanden kommend, in mehreren Etappen. Unheimlich schön gewesen. Ja, und jetzt liegen die Kanarischen Inseln vor uns. Das wird die nächste kleine Filmreihe werden. Ich fange hier mit La Palma an. Heute hier ist Santa Cruz, habe ich mir schon angeschaut, sehr nett. Gucken wir gleich mal. Und dann geht es von hier aus dann weiter zu den anderen Kanarischen Inseln. El Hierro wäre die nächste, La Gomera, Teneriffa. Und dann wollen wir im Oktober nochmal zu einem dreiwöchigen Turn starten. Hier die Marina hier ist ganz okay. Liegt jetzt hier am Fähranleger, kleines Industriegebiet. Sieht aber hier bei Hochwasser deutlich besser aus als heute Morgen. Hier weht immer ein kräftiger Wind auch rein, der Nordostwind. Was wir uns hier zunutze machen, denn wir haben große Wäsche. Ich habe hier die Gelegenheit genutzt, alles einmal durchzuwaschen. Da fällt ja dann doch wieder das eine oder andere an, so nach zwei Wochen. Ja, die Stadt selber hat hier etwa 16.000 Einwohner. Geht also hier aus der Marina raus, über die kleine Hauptstraße. So, da ist hier die Haupteinkaufsstraße Calle Udali. Über die geht es dann hier zur Kirche Iglesia Matriz de El Salvador. Und auch das Rathaus ist hier. Hier ist der öffentliche Strand. Ja, jetzt kein weißer Sandstrand, aber schöner blauer Sand. Und hier ist die Strandpromenade. Ja, ich freue mich auf den Turn. Das wird bestimmt ein Riesenspaß hier, uns die Insel anzuschauen. Aber jetzt gibt es erstmal das wohlverdiente Anlegerbier. Heute Morgen war mir das tatsächlich zu früh, als ich hier festgemacht habe. Und da gab es dann nur einen Anlegerkaffee. Aber jetzt holen wir natürlich das Anlegerbier nach. Und freuen uns auf einen schönen Turn. Cheers! Buenos dias! Ja, wir machen uns gleich hier fertig. Heute geht es Richtung Tazacorte. Wind im Moment hier in der Marina tatsächlich fast nichts, im Gegensatz zu gestern. Vorhergesagt ist heute Nordostwind, ein bisschen stärker Richtung Süden, da macht sich halt der Düseneffekt dann auch bemerkbar. Das heißt, wir werden unten um die Landspitze herum segeln, erst auf Raumschottkurs und dann wahrscheinlich später dann hart am Wind, je nachdem, wie viel Wind wir dann noch haben. Ja, freue mich auf den Tag! So, das Tor öffnet sich gerade und dann können wir gleich rausfahren. Ciao Santa Cruz! Ja, jetzt geht es hier raus auf den Ozean. Der Wind im Augenblick schon ein bisschen mehr, Windstärke 4 bis 5. War ganz schön böig, als wir abgelegt haben, aber alles gut. Ja, läuft hier ganz gut. Sind hier immer noch auf der östlichen Seite der Insel, also La Palma hier von uns aus gesehen im Westen. Ja, der Wind hat ganz gut aufgebriest, mittlerweile Windstärke 6 hier. Hier macht sich schon der Düseneffekt bemerkbar, je weiter wir nach Süden kommen. Ja, Landwindwelle auch ganz gut, hier mittlerweile so um die 2 Meter. Ab und zu ist auch mal wieder ein bisschen ruhiger. Ja, aber läuft ganz gut, herrlicher Tag hier, alles bestens. Ja, es ist doch hier Reffen. Es geht hier rauf auf Windstärke 7, 27, 28 Knoten, da ist mir doch zu viel. Dann machen wir das jetzt mal.
Ja, vielleicht auch noch mal ganz kurz ein Wort hier zum Reffen. Ist natürlich bei Starkwindsegeln essentiell, dass man hier schnell und sicher die Segelfläche verkleinern kann. Beim Großsegler habe ich da ja kein Problem mit. Da habe ich die komplette Leinenführung hier im Cockpit. Muss nur einmal zum Mast, um den kleinen Hebel umzulegen. Auf frei, wenn ich es rauslassen will, oder auf Reffen, wenn ich es reinziehen möchte. Bei der Genua sieht das ein bisschen anders aus. Da habe ich mir jetzt hier zusätzlich nochmal eine Winch gesetzt, um die ich dann die Reffleine, die auch ein bisschen dünner ist als die davor und auch ein bisschen länger, um die Winchkurbel herumlenken kann. Das heißt, die läuft auch ein bisschen leichter und kann die Reffleine dann im Prinzip hier bis ins Cockpit verlängern, kann die dort umlenken und kann ja auch bei Lage relativ sicher reffen. Bekomme auch ordentlich Kraft eingeleitet, stehe also hier und kann richtig ausholen und das ist schon von Vorteil. Ja, ansonsten, wie gesagt, läuft es jetzt hier ganz gut, so um die 30 Knoten Wind im Moment. Ist aber nur noch ein kurzes Stück hier bis zum Kap da unten. Und dann geht es schon auf westlichen Kurs und dann hinterher auf Nordwest, dann rauf nach Tazacorte. Ja, läuft ganz gut, macht riesig Spaß. Aber es bleibt so. Ja, haben jetzt hier den Kurs geändert, haben das Kap hier an Steuerbord. Haben aber nicht unter Segel hier den Kurs geändert, sondern habe die Maschine angeworfen, habe die Genua komplett reingerollt, habe den Kurs geändert und habe sie dann Backbord wieder rausgerollt. Das war mir hier bei 32 bis 34 Knoten Wind doch ein bisschen zu haarig. War auf jeden Fall die sicherere Methode. Ja, und auf einmal ist alles vorbei, da ist man hier im Windschatten. Ich habe jetzt hier gerade mal noch so 5 Knoten Wind, reicht hier nicht zum Segeln, auch aus der falschen Richtung. Ja, wenn wir die letzten 12 Seemeilen jetzt hier unter Maschine fahren. Ja, freue mich auf Tazacorte. Ja, sieht aus wie Höhlen dort. Ja, schon interessant. So, wir sind gleich hier da. Noch etwa anderthalb Seemeilen hier bis zur Marina Tazacorte. Alles ist vorbereitet mit Fendern. Ja, will ich gleich mal anfunken und dann fahren wir rein. Herrlich, total schön hier. Super Fahrt gewesen. Ich glaube, so 33 Seemeilen waren es dann. Am Ende nur, wir sind doch ein bisschen küstenenger gefahren als ursprünglich angenommen. Ja, die erste Hälfte der Fahrt war ja richtig guter Ritt. Und jetzt das letzte Stück hier unter Maschine. Ist übrigens wahnsinnig warm hier. Ich merke das auch, je weiter ich jetzt hier nach Süden gekommen bin, desto wärmer ist es geworden. Und das hier ist, boah, schon richtig warm. Aber gut, bleiben wir 2 Nächte. Der Mariniero hat gesagt, dass das Hafenoffice morgen um 8 Uhr wieder aufmacht. Ja, und dann freuen wir uns jetzt hier auf einen schönen Abend und natürlich erstmal das wohlverdiente Anlegesabbier. Boah, bei der Wärme. Zum Wohl! Buenos Dias.
Ja, habe jetzt hier einen vollen Tag. Habe mir vorhin einen Mietwagen genommen und habe ich preiswert hier 30 Euro den ganzen Tag. Kleiner Fiat Panda. Ja, und jetzt fahren wir mal ein bisschen rum und schauen uns die Insel an. Ja, sind jetzt hier unterwegs. Wollen als erstes hier mal zu einem Vulkan, zu einem Besucherzentrum. Und man hat auch die Möglichkeit, in den Vulkan selber reinzuschauen. Ja, jetzt fahren wir hier durch die Bananenplantagen durch. Ja, schon ziemlich interessant. Ja, sehr interessant, interessante Landschaft hier. Ja, hier kann man sehr gut den vulkanischen Ursprung der Insel erkennen. Hier an den Lavafelsen. In der Ferne die Insel El Hierro und hier La Gomera. Wir sind jetzt hier am Besucherzentrum vom Vulkan San Antonio. Ja, jetzt gehen wir mal rein, schauen uns das an. Ja, und hier ist jetzt tatsächlich der Krater des erloschenen Vulkans. Sehr beeindruckend. Wahnsinnswind hier oben. Hier sind wir natürlich nicht mehr in der Windabschattung. Ich schätze mal so 6 bis 7 bevor mindestens. Auf der Rückfahrt fahre ich durch Tazacorte. Ist ja ein ganz beliebter Ferienort mit etwa 5000 Einwohnern. Die Landschaft rund um Tazacorte wurde durch die beiden Vulkane Tacande und San Juan geprägt. Früher wurde hier Zuckerrohr angebaut, aber heute vornehmlich Bananenstauden. Als zweites Ziel des heutigen Tages habe ich mir den Berg Roque de los Muchachos ausgesucht. Die dortigen Observatorien und großen Spiegel sollen sehr sehenswert sein. Also geht es erstmal den Berg hinauf, durch viele Serpentinen und die interessante Landschaft. Etwa 1,5 Stunden fahre ich hier rauf, aber mein kleiner Fiat Panda macht alles gut mit. Ja, bin jetzt hier fast oben auf dem Berg, bin hier an den Observatorien, den großen Sternwarten. Ja, total gut hier, also hat sich absolut gelohnt hier raufzufahren. Wahnsinnsblick hier runter, Hammer! Beeindruckend große Teleskope, mit denen der Weltraum untersucht wird. Aufgrund der Höhe befinden wir uns hier über den Wolken, weshalb der Blick etwas klarer ist als von unten. Ja, 2426 Meter über Meeresspiegel. So, jetzt sind wir hier ganz oben. Wahnsinn, toll. Die Sternwarten über den Wolken. Ich glaube, von dort hat man den besten Blick ins Tal hinein. Was für eine starke Aussicht hier.
Ja, ich bin wieder zurück an Bord. Herrlicher Tag gewesen. Erst den Vulkan San Antonio angeschaut und dann mal kurz Tassacorte. Auch sehr nett. Nette kleine Stadt, alles hier von Bananenplantagen umgeben. Ja, und dann rauf hier zum Observatorium. Das war ja ein absolutes Highlight da. Fantastischer Blick auf die Observatorien, dann die tiefen Schluchten runter. Das war schon schön. Ja, jetzt mache ich mir noch einen netten Abend hier an Bord. Werde gleich noch eine Kleinigkeit kochen. Ja, und morgen fahren wir dann los, wahrscheinlich nach El Hierro. Sieht vom Wind her im Moment nicht so gut aus, aber das entscheiden wir morgen früh, was wir dann wirklich machen. Aber ich möchte ganz gerne weiter.